Schnibbidi Schnapp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Blacklist mit mir, dem Nef Kara. Ja, die letzte Mission war ja meines Erachtens bis jetzt die beschissenste im Spiel. Unsere Dienste das Ziel der Operation Amerikas Benzin? DCS, Heimatschutz, CIA, keiner weiß irgendwas. Zumindest sagt uns keiner was. Wir haben denen zu viel vorenthalten. Sind die noch sauer wegen Philadelphia? Und Chicago und Benghazi. Wir haben einige Brücken eingerissen. Ja, Brücken, blub. Aber es geht um die Flugzeug-Upgrades, die ich machen wollte. Charlies Werkstatt, was war das? Schalte Waffenprototypen zum Erwerb frei. Ja, hatte ich vor. 180.000, Alter. Überhaupt nicht teuer. 100 reicht mir schon. Charlies Dingsbums da unten upgraden für bessere Weapons. Die Armbrust kriegt von uns ein paar neue Pfeilchen. Aber das Ganze machen wir dann gleich. Erstmal Gefangenenlager ist die Mission, die jetzt ansteht. Gefangenenlager. Mal gucken. Guantanamo Bay. Kuba. Solo-Kampagne. Und wir spielen natürlich auf normal. Beziehungsweise wir hören uns mal das an, was die Mission zu sagen hat. Ich melde mich heute live aus der Landeshauptstadt, wo Gouverneur Wyszynski den morgigen Tag gerade offiziell zum Officer Gareth Devin-Tag erklärt hat. Durch seinen heldenhaften Einsatz verhinderte Devin einen Giftgasanschlag auf das U-Bahn-System von Philadelphia, bei dem Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Menschen hätten sterben können. Die Feierlichkeiten umfassen eine Parade, ein Essen beim Gouverneur und eine Ordensverleihung im Senat von Pennsylvania. Auf diese Ehrungen angesprochen, antwortete Devin, ich zitiere, ich bin nur ein einfacher Mann, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Habt ihr gerade gesehen, hier bei Steel, es gibt keinen Panther. Es gibt keinen Panther und nur einen Informationsstick. Ja, dann gehen wir doch einfach mal direkt rein. Grim, Nuri ist in Guantanamo. Verdammt. Was ist los? Die CIA hat Nuri gerade nach Guantanamo gebracht. Man befragt ihn zur Rolle des Iran bei den Blacklist-Attacken. Nuri hatte Blacklist-Infos? Wir müssen wissen, welches Spielchen er spielt. Er spielt, ich sitze im Gefängnis und verrate euch alles, wenn ihr mich wieder freilasst. Wenn du was sagen willst, dann sag es auch. Okay. Grim hatte recht. Deine Entscheidung war falsch. Unbedachte Cowboy-Scheiße und wir müssen es gerade biegen. Hey, haben wir den Iran nicht entlastet? Egal, ob die Infos stimmen. Nuri wird alles Mögliche erzählen und uns vielleicht in einen Krieg mit einem falschen Gegner treiben. Ganz genau. Und welche Person würde das wollen? Sadiq. Er muss Nuris Hintermann sein. Sagt wer? Sams Bauchgefühl? Wir werden es nie erfahren. Wir haben die CIA in Benghazi und Chicago über den Tisch gezogen und sind draußen. Das stimmt. Du hast alle Geheimdienstkontakte vergrault. Wir haben noch dich. Was meinst du damit? Das klingt ja schon mal super geil. Ich will den nicht spielen, jedenfalls nicht aus der Ego-Perspektive. Mission starten. Schließ dich mit Grim und Charlie kurz. Wie soll Charlie mir helfen? Gar nicht. Du hilfst ihm. Wir brechen ein. Wir brechen ein. In Guantanamo. Charlie braucht eine Liste der Sicherheitsprotokolle, um unsere Freigabe in ihr System zu hacken. Das ist nicht leicht. Du brauchst Papiere, Schlüsselkarten. Kinderspiel erstelle ich im Dutzend. Das ist Irrsinn. Nicht für uns. Mal schauen, was wir brauchen. Alle Typen da drin sind auf unserer Seite. Deswegen sagt Grim, es wird niemand getötet. EMPs, Betäubungsgas und Rauch schalten sie ohne bleibende Verletzungen aus. Genau das ist der Plan. Und die Sekundärwaffe... Sprich mit Grim Upgrades. Ich will dieses bessere Scharfschützengewehr haben. Die sind so cool. Wir müssen weiterhin das... Lol, wie krieg ich das? Ja, wir müssen weiterhin darauf setzen. Nachher, wir können ja mal das Scharfschützengewehr ein bisschen auftunen. Bisschen mehr Präzision kaufen und ausrüsten. Eigentlich brauchen wir das gar nicht für die Mission. Aber ich würde das gern haben. Der Rest ist erstmal unwichtig. Wir dürfen die eh nicht ausschalten. Dementsprechend Haft-EMP, Haftkamera, Trikopter, Rauchgranate, Schlafglas, Blendgranate unnötig. Ist eigentlich alles so richtig, wie es ist. Tarnung brauchen wir auch nicht. Pistole könnten wir auch mal die nächste kaufen. Die USG. Dann habe ich sie einfach. Momentan ist es ja so, ich habe einfach
Wobei, scheiße, die haben wir schon. Das hier können wir auch nicht. So, scheiße. So, wir haben alles. Eigentlich pure Schleichen und niemanden ausschalten. Deswegen war da geheim Panther. Aber warum Assault? Assault ist ja dementsprechend auch unlogisch. Na egal, wir starten einfach rein. Go, go. Go, go. Gefangenenlager, wer kennt's nicht, Guantanamo Bay, die Amerikaner, da wurde die ganzen Typen, da war letztens noch ein Bericht, dass sie die hier mit Sesamstraßenmusik fertig machen, die Menschen da, das ist auch geil. Oder fertig gemacht haben. Auf die Knie. LOL. Aufstehen. Sie sind jetzt ein Gefangener in Camp 7. Im Gefangenenlager Guantanamo Bay. Nicken Sie, wenn Sie mich verstanden haben. Mhm. Aufstehen, sofort. Gefangener, Sie stehen nun unter meinem Kommando und werden all meinen Befehlen Folge leisten. Nicken Sie, wenn Sie mich verstehen. Dachte schon, du kommst nicht mehr. Tja, kannst von Glück reden, dass ich CIA-Freigaben und ein paar Freunde habe. Vorsicht, Briggs. Das muss doch gut aussehen für die Kameras. Hammergeil, ich darf uns jetzt rumschieben. Dann schieben wir uns mal. Die Ausrüstung liegt im Außenbüro hinter dem Erholungsbereich. Ich schalte den Strom ab, dann hast du es einfacher. Schön zu wissen. Wäre bestimmt ganz lustig. Die Hörspezialisten des CIA. Die machen Pause, das verschafft dir Zeit. Wir treffen uns beim Boot. Wenn ich eins finde. Wenn? Die Mission kam in letzter Sekunde. Wir müssen improvisieren. Oh Gott, das wird so behindert. Ich sehe es schon kommen. Seht's euch an. Das wird so kranker Scheiß. Das wird super ghostmäßig. Also wenn wir hier ghostig meistern, haben wir die Mission verkackt. Was macht dich so sicher? Du hast keine Wahl. Das ist auch eine Wahl. Keine Wahl zu haben. Ich bin so lange nebenan. Warte. Geh schon mal raus. Wurdest du auch eingesperrt? Sowas in der Richtung. Mich hat Sadiq auch gezwungen. Sadiq hatte nichts damit zu tun. Nein? Und trotzdem sitzt du im Gefängnis. Ich wette, er steckt dahinter. Das nächste Blacklist-Ziel. Rede. Tut mir leid, aber ich rede nur mit meinen neuen Freunden vom CIA, nicht mit dir. Du redest. Noch kannst du dir aussuchen, wie wir es tun. Bitte aufhören, ich flehe dich an! Sadiq hat mich hergeschickt. Ich sollte die Amis ablenken, damit sie Teheran angreifen. Ich hätte nach Blacklist gefragt, verarsch mich nicht. Er hat vor, ein Schiff zu entführen. Ich habe nur die nötigen Männer besorgt. Wo? Ich weiß nicht, das ist alles, was ich weiß. Der Iran hat mit Blacklist nichts zu tun. Wer ist Sadiq? Für wen arbeitet er? Ich werde dir nichts mehr verraten. Was ist los? Hey! Du bist ja irre! Niemand wird dir helfen, Nuri. Nein, bitte nicht. Du willst die Hände behalten? Ich will Namen. Ich gebe dir Namen. Sam Fisher. Anna Grimstotti. Isaac Briggs. Charlie Cole. Dein Team. Dein Flugzeug. Forth Echelon. Er weiß alles darüber.
Du suchst Sadiq? Der Mann steht direkt hinter dir. Sadiq wird davon erfahren und mein Tod wird qualvoll sein. Ich habe keine weiteren Informationen. Töte mich. Bitte. So viel Mitleid habe ich verdient. Der Scheiße. Nein, hast du nicht. Gut gemacht, Briggs. Ja. Und dann schauen wir uns mal unsere Ausrüstung. Alter, ich sehe nichts. Alter, nein. Ah, hier, guck mal, Fenster. Scheint irgendwas von benutzte markieren und ausschalten. Sehr schön. Knapp, aber geschafft. Alter Falter, ich bin so fix und multilackermäßig. Bla bla bla. Was gesehen und verteilen, blub. Alter, das war voll anstrengend. Hey, wieso krieg ich Pantherpunkte, du Bob? Ja, ich hab eh schon verloren. Mann, aber wieso habe ich bei den anderen beiden einen Panther gehabt? Das kann ja wohl nicht angehen. Ausgewichen. Alter, stell dich da dran. Alter, der Scharfschütze sieht mir schon ordentlich auf den Piss. Alter, guck weg! Verzupf dich! Alter! Der für eine Porno-Reichweite hat. Alter, wie der Typ mich ankotzt. Ich komm hier nicht weg. Alter, ich komme an dem nicht vorbei. Ich komme an dem nicht... Was hat der denn für eine Sichtweite, bitte? Der sieht mich an der Kackmülltonne an. Leck mich am Arsch. Scheiß Scharfschütze. Jetzt hängt er die ganze Zeit hier an der Ecke. Ich glaub's nicht. Diese Scharfschützen-Wichskind die ganze Zeit an derselben Stelle sucht. Scharfschützen-Wichskind wird jetzt scharfschützenmäßig auseinandergefickt von mir. Lol, der andere Scharfschütze ist ja mindestens genauso gefährlich für mich. Gott, verdamm mich nochmal. Alter, du Lappen. Bleib gefälligst dran. Schaffst das. Datenpaket. War gar nicht übel. So kommt man ans Datenpaket ran. Alter, das ist echt übel. Verzupf dich. Ich will hier durch. Yes. Der letzte, der mir fehlt. Knirsch. Stealth Knockout. Aber jetzt muss ich verdammte Scheiße doch hier mal Ghost bekommen.
Danke. Schleichen, schleichen, schleichen. Durch das Häuschen durch. Alter. Ich glaube, das mit dem Helikopter ist mindestens genauso, ne? Roffel, scheiße, geh weg! Oh, komm. Alter, hopp. Weiter! Mist, das hat nicht lange gedauert. Nein, hat's echt nicht. Dementsprechend habe ich noch ein größeres Problem als zuvor. Huh! Da das Fenster. Alter. Yes! Yes! Das war nice. Roger, ich habe ein Schlauchboot für uns beschaffen können. Geh entlang der Küste nach Süden. Ja, verstanden. Vorsicht, der Notstrom ist an. Es muss schnell gehen. Ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Nuris Überreste entdecken. Wenn's hart auf hart kommt, die Armbrust hat Betäubungspfeile. Die brauche ich nur, wenn ich Mist baue. Das stimmt. Also bis jetzt bin ich ja eigentlich so durchgekommen. Die Wachen sind Verbündete. Wenn es Tote gibt, muss ich die Mission abbrechen. Glaube ich allerdings auch. Das glaube ich allerdings auch. Diesmal musst du unsichtbar bleiben, Sam. Wenn sie dich entdecken, rufen sie schwere Einheiten und Hunde zur Verstärkung. Ja, ich weiß. Briggs treffen. Ja, ja. So, hier rum. Und von hier aus zu dem Auto. Und von dem Auto über die Planke rein, theoretisch. Jetzt mal warten, was die Typen machen. Komm, geh weg. Ich brauche den Platz da zum Durchgehen. Und da bin ich durch. Alter. Das war knapp. Den habe ich gar nicht gesehen. Alter Falter. Leg den hier hin. Wenn der jetzt hier hingeht, dann habe ich voll das Problem. Den auf jeden Fall gefunden und ich habe verkackt. Aber soweit wird es nicht kommen und wir gehen natürlich durchs Fenster. Das war plus 100 bei Erkundung. Die Rohre werden wir uns nützlich machen. Mit den Ohren. Können wir hier dann klettern und drüber klettern. Und locker geschmeidig an den Typen vorbeihangeln und dann von hier aus an die nächste Stange und von der Stange. Nee, so will ich das eigentlich nicht. Ja, runter, runter, runter. Nein, ah. Ha. What the fuck? Nein, das machen wir nicht. Ach, da ist erst wieder so ein Riementeil. So, wir können uns hier echt von Stange zu Stange hangeln. Ein sauberes Ergebnis. Und hier lang.
Wenn ihr übrigens ein bisschen heller das Ganze sehen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare unten rein. Ich meine, das ist dunkel, aber das ist ja bei Splinter Cell eigentlich auch so üblich. Und auch an dem sind wir vorbei. Und damit haben wir es geschafft, durch die nächste Tür durchzukommen.